Hey, herzlich willkommen zu Mischinki hier in unserem schönen Doppelbahnhof in Wilhelmshaven, den wir beim letzten Mal gebaut haben. Schaut es euch nochmal an, falls ihr es verpasst habt oder nochmal sehen wollt, keine Ahnung. Alles andere und alles weitere zu dieser Staffel findet ihr auf minenarbeit.de, kann ich euch wärmstens empfehlen. So, was machen wir denn heute? Ja, wir schauen uns nochmal eben an, wie dieses wunderbare System mit diesem Doppelbahnhof oder überhaupt der doppelgleisigen Strecke funktioniert. Vielleicht habe ich es in der letzten Folge ja, ging vielleicht ein bisschen zu schnell und nicht jeder hat es wirklich verstanden, wie es geht. Auf jeden Fall wollen wir uns dann heute noch unbedingt um das Holz kümmern. Wir brauchen dringend Holz jetzt allmählich, also nicht dringend, also es wird mal Zeit, dass wir wirklich auch mal unsere Wirtschaftssysteme hier und in die Industrie in Gang bringen. Aber nun schauen wir uns nochmal diese schöne große Strecke an. Ich gehe mal kurz in dieses andere Menü, da sieht man das etwas besser. Wir haben drei Städte, Freiburg, Wilhelmshaven in der Mitte und Düren. Zweigleisig, in jedem Bahnhof doppeltes Bahnsteig und ein Wendekreis am Ende jeder Strecke, also in Freiburg und hinter Düren. Und diese Bereiche sind abgetrennt mit Signalen, so dass gewährleistet ist, und hier noch, da und da. So ist gewährleistet, dass sie immer hier am Ende warten, bis auch der Zug am anderen Ende soweit ist, hier alles gemacht hat. Ja, und so fahren die dann auch immer relativ gleichzeitig in diesen Endbahnhöfen los. Und da auch diese Zwischenstrecken bis nach Wilhelmshaven relativ gleich lang sind. Das war jetzt aber mehr Zufall. Kommen die auch ungefähr immer gleichzeitig hier in Wilhelmshaven an, was sehr schön aussieht und was auch gut funktioniert, da hier in Wilhelmshaven wirklich ja auch viele Leute sind. Es wird jetzt allmählich etwas weniger, aber das lohnt sich auf jeden Fall, hier zwei Züge fahren zu lassen. Ihr seht auch, ich habe auch wieder ordentlich Ocken verdient, also wir können uns jetzt sofort ans neue Projekt machen, und zwar geht es ums Holz. Das ist das Erste, was wir machen müssen, ist Holz. Holz abzubauen, Rohholz. Und zwar habe ich mir dafür schon einen Wald ausgeguckt, das ist dieser wunderschöne Wald bei Freiburg. Der ist nämlich sehr nah an unserem Lokschuppen, und da dachte ich mir, wenn das, ja, vielleicht hier, ja komm, dann werden wir mal ein bisschen terraformen, dass wir diese Ecke da vielleicht wegbekommen. So, da kommt hier der Bahnhof drauf. Ich mache die im Grunde, die kann man auch kürzer machen, und später kann man sie auch noch etwas verlängern, aber so reicht's ja. Ich mache das immer auf maximale Länge, 6 Stück. So, pass auf, und dann wollte ich jetzt gucken, dass hier vielleicht ein Abzweig zu dem Bahnhof läuft, und die Frage ist natürlich, die man sich vorher stellen sollte, was ist eigentlich, wo soll das Holz überhaupt hingebracht werden? Und da haben wir hier neben Freiburg, das habe ich ganz übersehen, aber hier ist tatsächlich wirklich direkt ein Sägewerk. Es ist ein bisschen knifflig, aber auch interessant, da der Holzzug jetzt immer über diese Haupttrasse fahren soll. Allerdings mache ich das anders. Ich werde den nicht dieses ganze Stück hier fahren lassen. Da würde er total lange warten müssen. Nein, ich mache das anders. Probier es mal, ob es funktioniert. Huch, vielleicht nehmen wir da noch die Gleise statt Bahnhof. So, ich mache hier direkt einen Abzweig hin, sodass er hier noch eine eigene Spur hat. Ja, das machen wir gleich noch. So, die wird natürlich von der Hauptstrecke erstmal... Ach, können wir auch ein bisschen großzügiger. So, da muss auch jetzt ein Signal hin. Na, obwohl, es ist nicht nötig, dem, ja, es ist immer ein bisschen zum Überlegen, ja, da ist eigentlich nicht nötig, weil das schaltet nur auf grün. Wobei, es ist jetzt nicht schlecht, ja, ich lasse es mal so, und dann schauen wir uns einfach mal den Betrieb an. Jetzt kann auch der Holzzug einfach mal durchfahren, wenn hier irgendwie, selbst wenn hier schon ein Zug fahren würde, der würde dann ja hier gestoppt werden an dem Signal. Ne? Ich will jetzt nur nicht, dass das diesen S-Bahn-Betrieb hier so völlig durcheinander bringt. Es kann schon sein, dass so ein einzelnes Signal plötzlich die Reihenfolge ändert und so. Aber ich denke, es wird doch irgendwie so funktionieren, dass wir damit leben können. So, pass auf, jetzt fährt der Holzhof nämlich auch mal direkt hier rein in diesen anderen Wendekreis, den ich jetzt auch erst einmal mit Signalen hier von der Hauptstrecke trenne. Und ich denke mal, das Gleis könnte dann hier schön gerade weiterführen.
Und dann haben wir hier wenig Platz, also werde ich nochmal terraformen müssen. Das will er an der Stelle irgendwie nicht, oder was? Das ist ja eine Unverschämtheit. Komm, mach mal so. So geht's doch, ja. Also was brauchen wir denn hier? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das könnte gerade hinhauen. Ich probiere es mal aus. Ich möchte nämlich nicht übermäßig viel terraformen. Es kostet einfach sehr viel Geld. Wobei, ich habe natürlich noch schlimmere Dinge schon erlaubt in dieser Serie hier. Leute, reißt bloß keine Gebäude ab in Städten, wenn euch die im Weg sind. Das ist so teuer. Meine Güte, am Anfang. Ein Fehler erlaubt, aber es ist ja wirklich nochmal gut gegangen. Ich habe das Spiel nämlich am Rande noch, kann ich das erwähnen. Ich habe das Spiel natürlich ein bisschen anders eingestellt als in der ersten Staffel. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Kann ich hier schon mal verbinden. Hier schön gerade runter. Geht das nicht? Ja, muss ich ja auch nochmal terraformen. Und zwar, wisst ihr, dass ein bisschen härtere Bedingungen sind jetzt hier. Die Züge würden nämlich auch stoppen, wenn uns das Geld ausgeht. Und dann haben wir natürlich überhaupt keine Chance mehr. Ich könnte den Kreditrahmen Gott sei Dank nochmal erhöhen. Also ist alles kein Problem. Ja, das ist jetzt hässlich. Ich glaube, ich mache das jetzt hier mal Stück für Stück. Erstmal den hier so rauf und dann mal gucken, ob das irgendwie... Ja, auch nicht schlecht. So geht's gar nicht so eng, ne? Ja, es ist zu eng. Ja, okay, dann nochmal diese beiden zurück. Ja, so ein bisschen rausklamüsern, wie das am besten funktioniert im Spielchen. So, guck mal. Das ist eine geschmeidige Kurve. So, wunderschön. Wunderschön. Ah, jetzt habe ich nur eine Sache nicht beachtet. Wir haben Winter. Ja, ist nett, ne? Ja, und zwar, wie ist das mit dem Wald? Liefert der genug Holz? Ja, tut er. Was ich immer mache, ist als allererstes, ja, auch Wälder kann man nämlich noch erweitern, verbessern. Und das mache ich bei dem Hauptwald oder bei den meisten Wäldern schon immer so, dass ich direkt mal eine Baumschule baue. Die kostet nämlich nur 100 Ocken und die bringt nochmal einiges. Ich war jetzt gespannt, ob das hier auf dem schiefen Untergrund passiert, überhaupt funktioniert. Und da seht ihr schon, das ist ein großes Problem. Man kann den Wald hinterher noch weiter erweitern. Deswegen wird es jetzt wohl sich lohnen, hier noch ein wenig zu terraformen. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Machen wir, guck mal, das werde ich jetzt einfach auch noch abflachen hier. So. Dann habe ich doch gut Platz hinterher für Erweiterung, hoffe ich. Ist doch alles ein bisschen komisch. Hier geht das so und es geht jetzt nicht, weil der Wald drauf steht. Ich schau mal. Oh Mann, 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 Mann. Verbesserung, Baumschule und Gebäude im Weg. Da passt das hin. Das ist gut. Schön. So, jetzt hat der Wald nämlich noch eine extra Baumschule. Was macht die eigentlich genau? Jetzt sehen wir den Hinweis nicht mehr. Ja, wir haben eben nochmal mehr Rohholz, was wir hier abholen können. Es geht auch schon los. Ihr seht, dass die Baumstämme immer vom Wald auf das Bahngleis fliegen. Da können wir es dann gleich schön einsammeln. So, und dann haben wir hier das Gleis. Checken wir es nochmal alles. Es ist abgetrennt mit dem Signal und würde hier weiterfahren. Sobald das auch hier ist, wäre die Hauptstrecke auch wieder frei. Das ist ganz wichtig. Und er fährt dann hier, bringt das Holz zum Sägewerk. Von da aus müssen wir uns dann eben nochmal überlegen, wie es weitergeht. Denn wir brauchen eine Werkzeugfabrik als nächstes. Ich meine, ich habe hier irgendwo eine gesehen. Aber ist egal, das ist jetzt, wir müssen wir so als der Reihe nachbauen. Wir werden schon noch eine Werkzeugfabrik finden. Denn da kommen wir der Sache langsam näher, wie wir Geld verdienen. Also auch Goldocken und Kohleocken. Ja, dann geht's erstmal los. Aber was wir jetzt erstmal brauchen, ist ein neuer Zug. Wir haben leider immer nur noch die Porter. Ganz gar keine andere Auswahl. Das wird auch schon noch eines Tages sich ändern. Wagen. Und jetzt brauchen wir die Steudinger. Genau, das sind die Rohholztransporter. Die kleineren, es gibt zwei Arten. Wir nehmen die erstmal und wir machen mal, naja, 4 Stück. Schauen wir uns das erstmal an. Der Lokschuppen ist ja nicht so weit entfernt. Ah, was ich sehe, ist ein großer Fehler. Ein kleiner Denkfehler. Und zwar, wenn wir jetzt hier noch eine Verbindung herstellen, in diese Richtung natürlich, damit wir auf das Gleis da kommen.
da natürlich auch noch ein Signal hin, was den ganzen Bereich absperrt hier. Was hier dann los ist, ist für die Hauptstrecke dann eben uninteressant. Hier wird davon nicht beeinträchtigt. So, aber jetzt fährt er dann natürlich vorwärts hin und würde dann rückwärts zurückfahren. Das ist, ich sag mal, auf der kurzen Strecke nicht so schlimm, aber es ist Holz. Und Holz ist wirklich der Grundrohstoff, der sollte eigentlich immer fließen. Deswegen wird es sich wahrscheinlich lohnen, wenn ich hier doch tatsächlich nochmal Zusatzgleise einbaue zum Wenden. Einmal. Und dann fährt er hier wieder zurück. Im Moment verkehrt da nur ein Zug, deswegen müssen wir da keine Signale hinstellen. Ich hoffe, das ist lang genug, denn die Steudinger, die sind natürlich etwas länger. Ah, komm, ich gehe mal auf Nummer sicher. Meistens täuscht das, meistens ist es doch lang genug. Aber wollen wir mal gucken hier. Kommen noch zwei dran. Ihr wisst, wenn die zu lang sind hinterher und das zu viel Zeit kostet, dann können wir da alles so einstellen, dass der Zug nur bis zu einem gewissen Punkt fährt. So, schauen wir die andere Seite an. Hier oben, das, der ganze Bereich ist im Grunde auch mit Signalen abgetrennt von der Hauptstrecke. Deswegen können wir hier auch schalten und walten, wie wir wollen. Ich denke, hier mache ich das Gleiche. Hier werde ich auch einen Wendekreis einbauen, nicht einen Wendekreis, ein Rangiergleis einbauen. Vielleicht an dem Abzweig hier. Wohin? Hier, gerade rein. Dann haben wir da keine Kurve, wenn wir rückwärts rausfahren. So, und dann hier nochmal den Bereich plätten. Jo. Ich finde das sehr nett gemacht, auch gleich in einem Lokschuppen. Ich finde das ganz gut gemacht mit diesem isometrischen Bausystem. Und wenn wir das dann umschalten, dann sieht es ganz anders aus. Auch so, dass es so mit der Zeit dann wieder zuwächst. Nett finde ich das. Doch, muss ich sagen. Atmosphärisch eben sehr schön, Schinki. So machen wir das jetzt hier. Ja, ich hoffe, das reicht. Ich schau mal, wie lang der Zug jetzt wird. Und muss dem jetzt erstmal eine Route zuweisen. So, den Zug nennen wir erstmal um, damit wir den auch später immer leicht wiedererkennen. Das ist unser Holzfäller. Die Strecke ist hier vom Wald in das Rangiergleis. Und dann zum Sägewerk und in das Rangiergleis. Und wir machen es direkt mal. Fahren wir direkt mal los. Mal gucken, ist gerade sowieso besetzt, die Strecke. Warum? Wo ist der nächste Zug? Checken wir das mal vielleicht. Ach, der ist weit weg. Da können wir also auch wirklich manuell eingreifen. Indem wir ihm sagen, nächstes Signal ignorieren. Das ist ja keine Gefahr hier. Also es kann nichts passieren. Ah, so lang ist er auch gar nicht. Ich denke mal, das habe ich dann wieder. Na, obwohl. Ich denke, lass mal so, wie es ist. Wenn, dann baue ich höchstens noch, hänge ich noch einen Hänger dran, noch einen Waggon dran. So, seht ihr, fährt richtig. Erstmal nach zum Wald. Da liegen schon 96 Baumstämme bereit. Wir können nur 28 laden. Also da geht noch ein bisschen was, ne? Und rückwärts wieder aus der Station. Züge können übrigens länger sein, viel länger als der Bahnsteig. Das hängt nicht miteinander zusammen. Es ist natürlich, man muss einfach die Strecken auch planen vor den Bahnhöfen, dass man nicht alles so eng baut und ein bisschen Platz lässt für die Zukunft. Bisher haben wir hier kein Problem. Ich finde das schon ganz nett hier anzuschauen. Mit ganz viel Geld könnte man hier ja auch noch terraformen und noch Gebirge einbauen und sowas. Es sind sehr schön, die Gebirge, wenn ihr die Map auf, ja, oder die Hügeldichte auf hoch stellt, wenn ihr eine neue Map startet. Allerdings wird es dann sehr schwierig. Ja, seht ihr, es ist ein bisschen zu lang, aber es ist noch okay. Noch ein, zwei Waggons hätte ich hier Platz. Sehr gut. Ja, wenn ihr nur das Spiel startet, müsst ihr ein bisschen drauf achten. Je nachdem, ne? Also man kann auch mal ein Gebirge probieren. Es dauert dann eben etwas länger. Man kostet alles ein bisschen mehr, also mehr Personenbetrieb.
Denn Gleise und Signale, all das, was wir so bauen, das wird hauptsächlich von den grünen Ocken bezahlt oder eigentlich nur. Und erst so Erweiterungen und teure Züge und tolle Waggons und sonst was gibt es nämlich schon einiges. Ja, so braucht man da Spezialocken. Derer gibt es sogar vier noch. Es gibt Goldocken als nächstes, dann Kohleocken, Silberocken, wenn man schon Stahl fabriziert und so. Und außerdem dann noch Ölocken. Ja, und ich hoffe mal, dass wir das alles erreichen. Und ich denke, ja klar, wenn wir das alles erreichen, ne, sofern ihr weiterhin schön mitmacht und mir hier Unterstützung gebt mit euren Likes und vor allem euren Kommentaren. Also natürlich, ein Like ist sowieso immer Standard, sag ich mal, ja, aber Kommentare sind natürlich auch sehr schön für, nicht nur für mich, für jeden YouTuber. Dass man ein bisschen kennenlernt, wer da so zuguckt und oder so ein bisschen mit einfließen lassen kann. So. Wie ihr wisst, versuche ich ja wirklich auf jeden Kommentar auch zu antworten, wenn es wirklich Sinn macht. Oder auf jeden Fall lese ich auch alles, auf jeden Fall. Wunderbar, wir sind angekommen, ohne Zwischenfälle, ja. Und was ist jetzt mit unseren Zügen? Die werden irgendwie auch nicht aufgehalten. Nö, der hätte jetzt sowieso Vorrang, wenn der jetzt hier ankommt. Ja, das kommt darauf an, wer zuerst jetzt sein Signal erreicht, klar. Aber die würden sich im hier im Wendekreis wieder anpassen an ihr Tempo. Ja, weil die Strecken so großräumig abgesperrt sind. Ja, scheint noch ganz gut zu funktionieren. Sind beide gleichzeitig losgefahren. Ja, und er wendet in der Zwischenzeit schon. Prima, Leute. Das klappt. Und der fährt es auch bis zum ganzen Ende durch. Ja, prima. Aber ich sag, für heute war das wieder eine schöne Sache. Wird etwas weitergekommen. Ich werde natürlich weiter versuchen, jetzt noch Geld zu scheffeln und nochmal die nächste Folge zu planen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wie ich schon sagte, wenn es euch gefallen hat, dann hau auf den Like-Button. Abonniere den Kanal, falls du hier neu bist, damit es mehr Maschinki gibt und ähnliche Spiele. Und nochmal die Erinnerung an minenarbeit.de für sämtliche Hintergründe und sonst was, ne? Ja, gut, jetzt kommen noch die kleinen Impressionen. Am Ende, ja, für die Eisenbahnromantiker wie mich. Wünsche euch viel Spaß noch dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder sonst wo auf meinem Kanal. Bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.